Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen. Ich bin's Ace Cave und ja, wir sind hier im American Truck Simulator. Und ja, heute wird's Zeit und wir holen uns einen fetten Kredit. Aber bevor wir das tun, schauen wir mal gerade erstmal, wie teuer so ein Truck ist hier. Wir haben ja wieder nur so ein Peterbilt hier. Peterbilt als Auswahl. Das ist nicht so schön. Der sieht auch nicht so geil aus. Muss ich einfach mal sagen. Also da hätte ich lieber gerne doch einen Kenworth. Ja, das ist nicht meins hier. Das ist nicht... Nee, ist nicht meins. So, wir machen mal kurz ein Screen. Das ist nicht, vor allem für 118.000. Das ist nicht meins. Aber wo kriegen wir jetzt einen Kenworth-Händler her? Das muss ja dann irgendwo... In Vegas ist nichts. In Fresno, in Stockton, in Oxnard, in Bakersfield und Los Angeles ist auch nichts. Obwohl, da ist irgendwas, aber ich weiß nicht, was es ist. Wo haben wir denn den Dings gehabt gerade? Den LKW-Händler von Kenworth, von Peterbilt war in, upala, in Bakersfield, okay. Ja. Jetzt ist die Frage, ich mach mal nach Los Angeles, eine kurze Fahrt, eine ganz kurze. Mal gucken, ob wir sowas hier finden. Nach Los Angeles. Und hier nach dem Sandort. Ja, ich fährt nach Los Angeles. 6 Stunden fahren wir da. Sonst gibt's hier keinen mit Los Angeles, ne? Los Angeles. Doch den noch. Da fahren wir 8 Stunden. Ja, dann nehmen wir den jetzt. Komm. Wo ist er? Also der, ne? Nee. Ach, Los Angeles. Hallo, wo haben wir das denn jetzt? Der hier? Oder der? Nimm den, da fahren wir nicht so lang. Da müssen wir uns aber beeilen. Da müssen wir ganz schnell vom Hof fahren. Das wäre die Folge, das wäre noch cool, wenn wir das die Folge hinkriegen. Aber das ist schwer. Sorry. So. An die Kiste. Wo müssen wir raus? Da? So. Zeig mal her hier. Haushaltswaren. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir hier rauskommen. Also auf jeden Fall weit. Ich dachte gerade, ich streife den anderen Trailer. Ich muss auf jeden Fall hier irgendwie... So, und jetzt muss ich ganz scharf rein. Komme ich trotzdem nicht rum. Kinder. Ja. Da kommen wir aber rum. So. Müssen wir rechts... da vorbei. Ab geht's dann vom Hof. So. Wir beeilen uns jetzt. Es wird eine knappe Geschichte. Deswegen fahren wir jetzt auch nicht so verkehrsgerecht. Aber da kam ja so wie... Guck mal, ich komme hier nicht vor. Dieses Lenkrad, ja, das macht mich fertig. So, wir müssen uns jetzt beeilen, weil ich möchte jetzt noch einen Kenworth-Händler gerne haben. Hackengas! Hackengas! Das ist unmöglich. Das ist so unmöglich. Echt. So manche Autofahrer. Ey, die. Da,
Echt? Steig aus und schieb, echt. Das ist nicht mehr lustig. Ja. The Monkey King. Yeah. Ach, hier müssen wir rein. Was ist das denn für eine enge Kurve hier? Freunde, dass wir doch. Wie soll man das denn bitte schaffen? Da musst du ja so weit ausholen. Das ist dann schon wieder unmöglich. Mann, 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 Mann. Naja, jetzt geht's wie gesagt auf der Autobahn. Auf dem Highway. Yeah. Highway with Chicken Burger. Chili Cheeseburger. Und dann geben wir mal Gas hier wieder und mit unseren 89 Meilen pro Stunde unseren Strafen. Wir haben noch 10 Minuten. 10 Minuten. So, und in diesen 10 Minuten müssen wir jetzt richtig, richtig ranklotzen, sodass wir auch wirklich mal hier vorankommen. Ich würde schon gerne in den Kenworth Truck. Alleine einfach, das ist dieser am Anfang, dieser, genau der da. Genau dieser Truck. So, den will ich haben. Warum will ich den haben? Ich finde, der erinnert mich so wirklich so an einen amerikanischen Truck. So, das ist so dieses Feeling und so. Ich weiß nicht, ob das viele von euch verstehen können, aber ich brauche einfach so ein amerikanisches, dickes Ding. Und das ist einfach Prim, wie unten rechts in der Map steht. Das ist einfach Prim, ist es. Ja, wenn wir hier jetzt noch ein irgendwas haben, was wir erkunden können, dann. Ne, haben wir aber nicht. Hier können wir einfach so durchfahren. Nur eine Werkstatt und ein Parkplatz. Ganz toll. Ja, schade eigentlich. So. Erstmal kommt das Hauptnavi aus. Dann geben wir hier mal ein bisschen Stoff. Hinter mir, mein Freund. Werde mir jetzt hinten reingefahren. Mann! $440, ey. Wir machen wieder locker einen 1000er hier Verlust. Riesen Scheinchen. Aber wir wollen. Ich möchte. Ja, du darfst. Die neue Wurst. Ich möchte unbedingt einen eigenen Truck haben. Heute habe ich irgendwie Froschschweiß. Aber ist ja auch schon spät. Ja. Wir haben es jetzt 20.20 Uhr bei mir. Ja, ist ja auch schon Zeit. Vorne ist wieder die Polizei. Die dürfen uns jetzt nicht erwischen. Oder doch? Was meint ihr? Wenn ich jetzt überhole, dann. Egal, komm. Hier können wir gar nichts. Jawohl, 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 jawohl. Zack, Police. Das war der Screenshot. Genau so machen wir ihn. Das ist wieder eine knappe Geschichte. Aber hier fährt echt viel Polizei rum, das muss man mal sagen. Aber das ist cool, weil ein bisschen realistischer ist es als im ETS-2. Obwohl der ETS-2, ich glaube, grafisch. Ein bisschen besser ist der, glaube ich. Ja, ich habe nicht in Rücksprache. Ich weiß, und ich fahre hier wie so ein Kaputt. Ehrlich, das geht gar nicht. Aber ich will einen eigenen Truck. Das ist momentan mein Hauptziel. So. Wie lange fahren wir noch? 3 Stunden. Hälfte haben wir rum. Boah, das ist knapp. Gerade so durchgekommen. Heute habe ich es aber. So.
Nein, schon wieder die Polizei. Jetzt muss ich aufpassen, Ah, gerade so rum. Ey, das ist hier eine knappe Geschichte, oh mein Gott, ich fahre ein Wettrennen, echt. Ein Wettrennen gegen die Zeit. Aber so ist es im echten Leben, just in time, meine Freunde, just in time. So sieht es einfach mal aus, in Deutschland zumindest. Bei vielen. Kinder, ihr seid einfach zu langsam mit euren Spielzeugwagen hier. Bei meinem Wagen sitzt wenigstens echte Power hinter. Truck. Oder wie sagen die Hersteller auch, man nennt es nicht Fahren, man nennt es Trucking. Genau, so sieht es einfach aus. So, ich wollte gerade schon Seemeilen sagen, aber wir haben jetzt gleich 75 Meilen pro Stunde auf dem Tacho. Ich hoffe, die Ampel bleibt grün. Oder schon wieder, ey, wir machen so viele Verluste. Es geht gar nicht. Und jetzt muss ich auch bleiben. Jetzt stehen wir im Show. Das war wieder so typisch. Das ist immer so typisch. Kommen nicht aus dem Quark, die Dinger. Mein Gott, was ist denn heute? Ich zieh mal rüber. So. Jetzt wollte ich gerade mal kurz auf mein Navi gucken. Ich fahre noch 52. Das ist doch ideal. Jetzt muss ich gleich drüber. Bremsen, bremsen, bremsen. Den fahre ich auf, den fahre ich auf, den fahre ich auf. Komm, Hackengas da jetzt, Mensch. Kann doch wohl nicht sein. So. Wo sind wir nochmal hin? Ach, Los Angeles, genau. Da, wo unsere Garage ist. Polizei. Oh, das kann jetzt lange dauern, ey. Da kommen ja einige aus dem Tunnel raus. Fahren, wenn ich rot habe? Ich weiß es nicht. Ich kenne die Regeln nicht. Ja, nee, anscheinend nicht. Strafe bekommen. Ja, ist gut da hinten, du. Mein Gott, hast mich doch gar nicht gesehen im Rückspiegel, du Sau. So. Wallbat. Wallbert. Norbert. Jetzt, bevor ich gleich irgendwie wo einfahre, muss ich gucken, wo ich das Fragezeichen hier finde, damit ich gucken kann, was hier in dieser Stadt ist. Und ich gehe mal sehr stark davon aus, es ist kein Truckhändler, es ist ein Arbeitsamt. Da gehe ich sehr stark von aus. Müssen die da lang fahren, wo ich lang fahre? Müssen wir nochmal auf die Piste hier? Müssen wir direkt wieder runterfahren oder was? Da hätte ich ja auch weiter geradeaus fahren können und dann links. Also nach dem Navi fahren ist, glaube ich, auch nicht mal gut. Naja. Egal. Die Polizei ist eh weg. Alles gut. Lalalala. Ein bisschen Schlangenlinien fahren. Und wir müssen hier ab. Wo ist das Fragezeichen? Direkt gegenüber. Es passt doch perfekt. So. Ich sehe nichts wegen diesem scheiß Zaun. Das ist jedes Mal mein Problem hier. Dankeschön. Auch noch nette Menschen. Was ist das? Arbeitsamt. Nee. Kenworth. Ja, ist doch perfekt. Jetzt
Sag mir nicht, ich muss da extra reinfahren dafür, um dieses Ding zu entdecken. Ja, ich fahre jetzt, danke. Stopp. Und jetzt fahren wir zurück. Jetzt sind wir eiskalt. Wie weit kann ich denn noch? Oh, da habe ich schon angeditscht. Solange ich jetzt hier keinen Schaden habe, ist mir das relativ schnuppe. Müssen wir jetzt mal gerade gucken. Haben wir Schaden? Nee, haben wir nicht. Das ist ja gut. Dann können wir Gas geben. Was ist hier denn? Eine sehr enge Stelle. Der ist am Fegen und der ist am Zugucken. Das machst du schön, mein Junge. Eingabe. Welches nehmen wir? Da wir schon über der Zeit sind, nehmen wir das Einfache. Aber, kriegen wir hin. 15 EP. Kriegen wir hin. Fahre zu der auf der Karte angezeigten roten Flagge. Ist keine rote Flagge. Nur auf dem Navi. Lügner. So. Noch ein Stück. Zack. Und ablösen. So, 3000 gekriegt, aber dafür haben wir jetzt einen Kenworth-Händler. Und ich würde sagen, nächste Folge kaufen wir uns erstmal einen ordentlichen Truck. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.